Playoff-Intensität ist es, was Coach Harold Kreis von seinen Zugern in den nächsten Partien verlangt. Vom letzten Auftritt war er wenig begeistert. Die Niederlage gegen Kloten stieß in Zug so manchem sauer auf. So sieht Besserung aber nicht aus. Ramholz Fehler ermöglicht Langlaus Nüstli die erste Chance nach wenigen Sekunden. Ramholz wohl noch nicht ganz wach. In der sechsten Minute sieht es dann schon mehr nach Besserung aus. Mohon auf Zanker und Zug geht in Führung. Sandro Zanker mit seinem fünften Saisontor. Es ist Maßarbeit des Zuges zur Gästeführung. Zanker bleibt anschließend im Mittelpunkt. Zuerst vergibt er alleine vor Tigers Hüter Chacho. Dann bereitet er die Chance von Dario Bürgler vor, der, wie die zweite Einstellung zeigt, die Latte trifft. Zug jetzt also wach. Aber auch die Tigers spielen munter mit. Eckfeu zieht ab und es steht 1:1. Tobias Bucher hat Eckfeus Schuss abgelenkt. Hier. Mit diesem 1:1 geht's in die erste Pause. Das zweite Drittel ist über weite Strecken ereignisarm. Bei Spielmitte eine Ausnahme. Wilson kommt alleine vor Stefan zum Abschluss. Es bleibt aber beim 1:1. Die Zug einmal mehr mit defensivem Leichtsinn, ohne bestraft zu werden. Bestraft wird anschließend der Langnauer Shiriaev für ein Beinstellen. Zug zum ersten Mal in dieser Partie mit einem Mann mehr auf dem Eis. Das Powerplay läuft gut. Und es wird gekrönt mit dem 2:1 für den EVZ. Torschütze Jarkko Immonen. Auf Pass von Topscorer Buschach. Es ist dessen 54. Assist in dieser Saison. Wahnsinn. Die Gästefans freuen sich über eine 2:1-Führung nach 40 Minuten. Das dritte Drittel bringt einige weitere Chancen für die Zuger. Die alles Mögliche treffen, nur nicht ins Tor. Die Tigers halten weiter wacker mit. Shiriaev vergibt eine große Möglichkeit. Auch in dieser Szene landet der Pöck an der Torumrandung. Weiter 2:1 für Zug. Auf in die Schlussphase. Kein Zeichen von Resignation bei den Langnauern. Nüstli kurft. Gustafsson schießt und Clark trifft. Das 2:2 in der 55. Minute. Nüstli mit der Vorarbeit. Gustafsson mit dem Pfostenschuss. Clark kennt keine Gnade. Die Tigers nun im Aufwind. Und dann auch noch mit einem Mann mehr auf dem Eis. Durcheinander vor dem Zuger Tor. Und dann ist die Scheibe drin. Langnau führt zum ersten Mal in dieser Partie. Dank Kai Wilsons zweitem Treffer im Dress der Tigers. Ja, und das ist gleichzeitig der Schlusspunkt. Langnau schlägt Zug zu Hause. 3:2.